Hallo und willkommen beim Modellbau 126. Tja, wie ihr seht, seit langer, langer Zeit wieder ein Video. Das hat auch das hat einige Gründe, und zwar habe ich mich arbeitstechnisch verändert. Zum anderen war der Winter da. Und ja, jetzt sind wir endlich wieder hier bei uns in der Hütte auf der Rennstrecke. Arbeiten weiter. Wollen schauen, dass wir die Strecke dieses Jahr vielleicht fertig bekommen. Und ja, der André ist noch da. Und der Toni hat sich hinten wieder am Eck versteckt. Klaus, du fehlst uns. Ja? Willst du nicht wieder zurückkommen, nur zum Arbeiten? Nee, auch so natürlich, klar. Ja, Klaus ist weg. Ja, was haben wir heute gemacht? Wir haben das Wetter genutzt. Wir haben ja keinen Schnee, Gott sei Dank. Und haben angefangen, die Rennstrecke vorzubereiten. Umzugraben, zu haken, oder? Ja. Was haben wir noch so gemacht? Viel Blödsinn gequatscht. So wie immer. Und ja, keine Ahnung. Toni stand wieder die ganze Zeit nur in der Ecke rum. Nein, das stimmt natürlich nicht. Toni war heute einer der fleißigsten. Einer muss ja den kleinen Dicken hier stützen, aber der nicht umfällt vom Wind. Ja, es ist fürchterlich windig heute, deswegen sind wir momentan auch noch in der Hütte. Ich gehe nachher kurz raus mit der Kamera. Jo, zeige euch da, was wir gemacht haben. Ist nicht viel, aber war ganz schön anstrengend. Gerade zu dritt ist das ein Haufen Arbeit, oder? 30 Meter. So circa 30 Meter Strecke haben wir jetzt vorbereitet. Innerhalb von wenigen Stunden. Mit viel Manpower. Und naja, aber seht selbst. Genau. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen raus. Bin gerade noch ein bisschen hier geratscht hier drin, so ganz gemütlich. Und ja, ich wollte nochmal Entschuldigung sagen, dass es jetzt so lange gedauert hat, wie gesagt, mit dem nächsten Video. Ja, ihr habt euch sicherlich gefragt, hier geht da nichts mehr, macht hier nichts mehr. Nee, es lag wirklich einfach nur daran. Wie gesagt, ich habe meinen Beruf gewechselt und der Winter war jetzt da. Und ich hatte einfach auch keine Zeit, ein Video zu machen. Aber jetzt denke ich mal, wird nach und nach werden die Videos kommen. Wird natürlich auch wieder eine Zeit lang da vergehen, je nachdem wie das Wetter ist. Und naja, ihr werdet es schon sehen. Einfach dranbleiben. Ich versuche jetzt hier mal rauszukommen. Und dann zeige ich euch einfach mal, was wir gemacht haben. Ups, hab so ein bisschen vollgestellt hier mit Material. Mit jede Menge Material. So. Ja. Gut. Schauen wir mal hier runter. Hoppala. Mal überhaupt was sehen. Ach, mit meinem Gestell hier, das wird so nichts. Also hier haben wir heute angefangen und haben die Strecke ein bisschen begradigt, den ganzen Rasen weggehackt. So bis dahinter, das wird dann quasi so die Fahrspuren. Und so werden wir die ganze Strecke machen und dann eben Steine ablesen und so weiter. Und ja, ist eine saumäßige Arbeit. Frag den Toni, der kann das bestätigen. Nicht Toni? Quatsch, das ging alles innerhalb von ein paar Minuten, also lass doch nicht einreden. Richtig, wir sind nach ein paar Minuten fertig gewesen. Die Arbeit war heute ungefähr so lang wie das Video. Ja, ging ruckzuck und ist eigentlich kein Akt. Deswegen brauchen wir auch immer so lange, weil wir eigentlich viel mehr Bier trinken, wie zu arbeiten. Naja, so ist das halt. Ja, da ist unsere vorgesehene Boxengasse. Ja, da kommt noch ein Gestell rundherum. Und dann denke ich mal, wird das ganz gut werden. Was wir dann auch minder jedes Mal wieder wegstellen können, weil sonst ist es ja das Jahr drauf nicht mehr brauchbar, das Ganze. Aber ich würde sagen, schaut auch ganz gut aus und ich denke, da kann man mit den Offroads dann auch ganz gut heizen. Also, so, jetzt drehe ich mal das Display um, damit ihr das seht. Ich gehe einfach mal zu Toni hier. Könnt ihr unsere zwei hässlichen Gesichter, oder ja, hässlich sind wir ja nicht. Wenn, dann nur Alex. Der sieht auch richtig gut aus. Ja. Bleibt einfach am Ball, bleibt dran, es wird immer wieder was kommen. Und ja, ich versuche euch dann zu überraschen, oder? Ja. Mit irgendwas. Also bis zum nächsten Mal. Ja? Ciao, ciao. Ciao.